guten Morgen, Leute. Meine Stimme ist wieder da. Gestern habe ich nicht gefilmt, einfach nur 700 Kilometer runtergeschrubbt. Immer weiter Richtung Norden. Es wird immer wärmer, es wird immer schwüler. Und ich bin jetzt in Emu. Hier habe ich verbracht die Nacht im Emu Resort. Das war, glaube ich, mal ein Hotel. So sieht es zumindest aus. Und das haben sie als Hostel umgewandelt. Und hinter mir gibt es rote Strände und die Keppel Islands auf der anderen Seite. Brennt auf alle Fälle und ich hoffe, dass das Feuer. Hier gibt es so eine Emergency App von Australien. Da steht drin, dass es die ganze Zeit bombardiert wird, steht drin, mit Wasser von oben aus Flugzeugen, um das Feuer zu löschen. In Queensland. Ich glaube, ich bin jetzt auf Highway 1, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hoffe, dass das Feuer gelöscht ist in 10 Tagen und dass es nicht weiter landeinwärts geht, weil sonst sperren sie den Highway und da habe ich ein Problem weiterzukommen. Also. Ich bin angekommen. Macquarie. Nicht Mackay, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe. Macquarie. Das Hostel ist semi-gut. Sagen wir, man könnte eigentlich so viel draus machen. Top-Standort. Aber die Pflege lässt zu wünschen übrig. Scheint ein ganz nettes Örtchen zu sein. Blue Lagoon wollte ich eigentlich morgen besuchen. Jetzt habe ich gerade erfahren, Blue Lagoon ist keine Lagune, sondern einfach einen riesen Badepark, wo hier anscheinend das ganze Dorf hingeht, anstatt ins Meer zu gehen, was ich nicht verstehen kann. Ja, ich schaue mich noch ein bisschen um in der City. Schönen guten Morgen, Leute. Ihr denkt euch jetzt sicher, was zur Hölle habe ich da zum Anfang gefilmt? Macquarie, da wo ich jetzt noch bin und Richtung Early Beach verlasse, ist Zuckerrohr, Anbaugebiet und Zuckerverarbeitungsgebiet. Deswegen gibt es hier auch lauter Fabriken, wo schwarzer Rauch rauskommt. Das war gerade so ein kleiner Zug, der praktisch die Ernte zu den Fabriken bringt, wo sie dann verarbeitet wird. Ja, das war eigentlich zu Macquarie zu sagen. Und geschafft. Ich bin im Hostel. Qua der Wahl wieder mal. Ich habe mich jetzt fürs YHA entschieden. Wir haben auch einen Pool hier draußen. Ein Pool, einen Aufenthaltsbereich. Mein Auto konnte ich auch parken. Am Montag startet die Tour. Fingers crossed, das Wetter muss durchhalten, Leute. Okay, ich habe erstmal Hunger und danach schaue ich mir ein bisschen die Stadt an. Also bis gleich.
bin in Early Beach, wie gesagt. Hab jetzt noch nicht viel gemacht. Ich muss gleich noch einkaufen gehen. Hab mal ein paar Nachrichten geschrieben und bin jetzt extra zum Strand gegangen, weil Sonnenuntergang ja gleich ist. Um euch mal zu zeigen, wie geil diese Aussicht hier ist. Leute, heute, einen Tag bevor meine Tour beginnt, habe ich mal jemanden zum Hafen schon gebracht, den ich auch kennengelernt habe im Hostel. Kommt aus dem Allgäu, ganz lustig auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, wo ich abfahre. Sie muss nicht alleine gehen, total praktisch. Gestern leider, oder was heißt leider, ich habe meine Kamera einfach mal liegen lassen und bin nur mit den Leuten vom Hostel unterwegs gewesen. Und prompt natürlich eine Schildkröte vor mir geschwommen im Meer. Abgesperrter Bereich, weil hier gibt es Bullsharks, Stingrays, Quallen, die Würfelqualle. Ja, schöne Grüße an meine Mama. Ich lebe noch. Es ist mir nichts passiert. Jetzt gehe ich zurück zum Hostel, mache erstmal Frühstück. Und morgen um 14 Uhr startet meine Tour.